Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moonlighter. In der letzten Folge haben wir mehr oder weniger nur das Tutorial gemacht und sind einige Male gestorben. Ich habe eben schon einmal eine Folge aufgenommen, allerdings ist dann bei 50 Minuten oder sowas mein PC abgeschmiert. Ich hoffe, jetzt läuft er wieder, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Aufnahme damit kaputt gegangen und ich bin jetzt sehr gespannt, was er hier für ein Safe State geholt hat. Denn der lag schon eine Zeit lang zurück. Okay, anscheinend habe ich schon einiges, denn ihr seht, ich habe oben links 130 Leben. Ich habe einiges dazugelernt in der Folge, aber ist jetzt nur mal weg. Ich habe irgendwie in letzter Zeit sehr viele Probleme mit Aufnahmen. Ich weiß auch nicht warum. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es sehr viel schlauer ist, wenn man früher aus den Dungeon rausgeht. Dass man am besten da 300 Gold bezahlt, um den Dungeon zu verlassen, aber dafür halt sein Money hier behält oder sein Stuff behält. Oder ist alles cool. So, jetzt weiß ich halt gar nicht mehr, wie die Preise hier sind. Eben, ich hatte das eben schon richtig gut ausklavuvert hier. So, wir verkaufen aber kurz was. Ja, ansonsten habe ich ein Bandana gekauft. Sieht man hier auf der rechten Seite. Ein Stoffbandana. Wie, okay, steht gerade falsch rum. Sieht man gar nicht. Aber wir haben hier so ein Inventar auf der rechten Seite. Also links ist unser Inventar und rechts ist unser Typ-Inventar. Hier unten sieht man wahrscheinlich den Dungeon, den man geschafft hat. Es gibt ja 4 und dann noch den 5., der Boss aller Zeiten ist. Aber wir dürfen nur den ersten, weil wir ein Händler sind. Und für die anderen muss man ein Held sein oder was. Und ein Held wird man anscheinend erst, wenn man den ersten Dungeon besiegt hat. So, dann habe ich hier noch so einen Trainingsspeer gefunden. Der ist allerdings genauso gut wie der Besen, den wir hatten. Und halt diesen Banana gekauft. Das zeige ich euch gleich, wenn ich hier alles verkauft habe. Ihrer Scheibasse. Ja klar, beenden Sie uns bald wieder. Danke für Ihren Einkauf. Ja, irgendwie verkaufe ich immer alles zu günstig. Ich weiß auch nicht. Also 80 für diese zerbrochenen Schwerter sind anscheinend zu günstig. Ja, alte Dame, auch das dürfen sie mitnehmen mit ihrem Feuer auf dem Rücken. Alter, ich werde halt wirklich alles los, ne? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was gut war und was nicht. Na gut, so, erstmal wieder Zeug verkauft, Laden wird geschlossen. Alte Dame, bitte verlassen Sie mein Haus. Ja, also man kriegt hier wirklich richtig viel Gold immer zusammen, keine Ahnung. Also am besten einfach aus dem Dungeon rausgehen und dann hat man ein bisschen Gold. So, wir haben hier eine Schmiede, habe ich letztes Mal gekauft. Die hat 500 Gold gekostet. Da kann man halt, warte, wir gucken aber kurz rein. Da das ist der Edway, oder, ja, Edway. Und der hat hier dann so Rüstung und so ein Kram. Und unten rechts seht ihr dann das Rezept, was man alles dafür braucht. Das findet man halt alles im Dungeon. Und man kann die auch so markieren, dass die auf der Wunschliste sind. Dann kommt da so ein Stern über der Rüstung. Und wenn wir jetzt in unser Inventar gehen und hier dann ein Item drinne wäre, das wir für das Rezept brauchen, zum Beispiel jetzt für diesen Bandana hier, die wir schon haben, also dieses blaue etwas da oder diese Sandsteine da, dann würden die auch mit so einem Stern markiert werden im Inventar. Das heißt, dann weiß man, ah, hier, die brauche ich für irgendwas, was ich craften wollte. Und das ist sehr praktisch. So, guck mal, deshalb können wir zum Beispiel herstellen, wenn wir genug Geld haben. Packen wir das mal auf die Wunschliste. Aber gibt es dann halt noch so ganz viel anderen Kram, von Schuhe über Rüstungen, über alles Mögliche. Und auch Schwerter und Schilder kann man verändern oder nur Großschwerter. Ich glaube, da hat man gar kein Schild, dafür machen die mehr Damage. Aber da sollten wir vielleicht auch mal irgendwas auf die Wunschliste packen. Hier, der sieht halt mega, mega geil aus. Aber da braucht man erstmal das erste Großschwert. Sollte ich eigentlich auch bald haben. Ach, dafür brauche ich diese kaputten Schwerter. Okay. Lass mal auf dieses Großschwert sparen. Man braucht doch mal diese ersten Teile. Guck mal, den können wir hier sogar herstellen, die Handschuhe. Ja, Sigi, guck mal, dann seht ihr das sogar mal. So, jetzt geben wir ihm das Zeug, die Rezepte von unten rechts und 1000 Gold. Und jetzt haben wir hier die Anfangshandschuhe. Und die Anfangshandschuhe braucht man anscheinend auch immer für die verbesserten Handschuhe. So wie ich das sehe. Und einen Bogen hätte ich halt auch noch richtig gerne. Fuck, jetzt fällt mir hier so ein bisschen für einen Bogen. Bogen ist halt auch noch so eine Sache, die ich wirklich übelst gerne haben würde, wollen, tun. Aber okay. So, was war noch Neues? Ja, hier habe ich halt verbessert gehabt. Für die Stadt einmal. Ach, er hat sogar nur den Schmiedentyp gemacht. Eigentlich hatte ich nämlich auch noch den holzernen Hut hier geholt. Dann machen wir das diesmal. Das hat er nicht gespeichert. Okay, das ist ja interessant. Und ja, so kann man dann halt seine Stadt immer weiter verbessern. Und da haben wir auch den holzernen Hut. Da ist die Emily oder so, hieß die. Und die gute Emily ist genauso wie der Schmied. Ne, Eris. Ups, aber irgendwas mit E. Das habe ich jetzt zumindest gemerkt. Die kann Tränke machen. Zum Beispiel für... Hä? Okay, bei der Aufnahme, die kaputt gegangen ist, da hat dieser kleine Trank noch 400 Gold gekostet. Jetzt kostet er nur 379. Also anscheinend variieren die anderen Händler auch mit ihren... Preisen. Ich finde übrigens diese Katze richtig süß. Die sieht man hier draußen auch nochmal. Da über dem Trank, die hat so einen Trank an ihrem Schwanz und süß und knuffig. Aber ja, die verkauft halt Tränke, die man sonst sehr, sehr schwierig nur im Dungeon findet. Oder aber man kauft sich diese Tränke, indem man ihr diese roten Schleime gibt. Ich glaube, den kaufe ich sogar einfach mal zweimal. Ja. Weil diese Tränke habe ich sonst aber viel zu selten. Und ja, das gibt es hier noch in groß und andere tolle Gegenstände, die ein
helfen oder eine Karte aufdecken oder sowas, aber die sind halt übelst teuer. Wundert mich aber gerade, dass ihre Preise anders sind. Also anscheinend richten die sich auch nach Anfrage und Angebot. Und was haben wir noch? Hier im Shop bin ich, glaube ich, letztes Mal auch nicht eingegangen. Kann man halt seinen Shop größer machen erstens, dass man mehr verkaufen kann gleichzeitig. Oder aber man kann hier so eine Verkaufsbox machen. Das verstehe ich jetzt erst, oder ich hoffe, ich verstehe es richtig. Wenn man sich die holt und da Sachen reintut, dann sind die automatisch mit 70% Rabatt versehen. Ich weiß nicht, ob man dann trotzdem noch einen Preis angeben muss oder was. Und die werden dann meines Wissens einfach schneller verkauft. Dann gibt es ja noch eine Kasse, da geben die dann Trinkgeld oder ein Bett, was einen mehr Leben gibt oder sowas. Und eine kleine Truhe, die einen mehr Platz gibt. Ja, ja, ja. Also was, Leute. Also was. Ach ja, wir haben ja jetzt hier noch unseren Handschuh. Den können wir ja eigentlich auch einfach mal ausrüsten. Ich weiß nicht genau, wo. Anscheinend nirgendwo. Leute, man kann den Handschuh... Ah. Oh. Jetzt können wir mit dem Handschuh angreifen, Leute. Ey, meint ihr, der ist stärker als dieses Trainingskurzschwert? Das ist ja übelst interessant. Oh, ich glaube, ich spiele mal damit. Damit kann ich mich auch so eine Aufladeattacke machen. Oh doch, das gefällt mir. Diesen Schild benutze ich sowieso nie, der bei dem Schwert und Schild dabei ist. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich vielleicht ein bisschen besser geworden bin. Die letzte Folge war sowieso doof, weil ich bin da fünfmal gestorben oder sowas. Wollte mich aber nicht zufrieden geben. Damit ich war das erste Mal mit zweiten Gegner. Ach, eine Sache haben wir auch noch neu gefunden da. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass die Folge jetzt korrupt geworden ist und ich ihn nicht mehr verwenden kann. So, und zwar haben wir hier unten in der zweiten Ebene, ich habe einmal den ersten Boss besiegt und in der zweiten Ebene habe ich so einen Spiegel hier bekommen. Und dieser Spiegel verwandelt Gegenstände in Gold. Sobald man aber, glaube ich, erst in der zweiten Ebene ist. Das heißt, ich kann jetzt da noch nichts reintun. Doch, geht. Oh, okay. Ups. Und der gibt dann dein Geld. Allerdings sehr viel weniger Gold, als wenn man das in seinem Shop verkaufen würde. Deswegen sollte man das eigentlich eher nicht machen. Hm, vielleicht sind die Dinger ja auch ganz stark. So, und diese roten Schleime, die hasse ich. Die sperren einen nämlich... Oh, danke, ey. So ein Blödkopf. Die sperren einen in sich ein. Hilfe! Und sind assig drauf. Ey, noch ein Trainingshandschuh. Oh, geil. Dann können wir uns richtig gute Handschuhe hier später noch machen. Vor allem anscheinend sind das ja Handschuhe, die nicht nur gut aussehen, sondern mit denen man auch angreifen kann. Das finde ich richtig gut. Ohne Witz, die Handschuhe finde ich richtig gut. Vor allem, ihr müsst wissen, ich habe früher Aufladeattack bei Dark Souls immer mit diesen Cestus gekämpft. Und diese Cestus sind ja quasi auch nur Handschuhe. Damit war man halt immer übel schnell und sowas. Ich liebe sowas. So Boxen und so, mega gut. Achso, hier, noch eine Neuigkeit, glaube ich, die ihr auch noch nicht kennt. Es gibt Gegenstände mit Flüchen drauf. Da steht da zum Beispiel, die haben dann immer so ein rotes Symbol. Und bei diesen Gegenständen, bei den beiden, da müssen die Gegenstände halt entweder oben in der Tasche oder unten in der Tasche liegen. Die Tasche ist alles hier unten. Das hier oben ist, was wir in unserem Inventar haben. Und man behält, wenn man stirbt, auch nur alles, was man bei sich hat. Also hier oben hat. Die Sachen behält man und wenn man stirbt, dann verliert man alles aus dem Inventar raus. Das ist halt ein bisschen blöd. Und es gibt aber noch andere Gegenstände, die können diese Flüche wegmachen. Und ja, soweit, Leute. Ansonsten habe ich hier noch so ein... Stirb. Habt ihr den ersten Boss schon mal gesehen? Ich glaube schon. Der macht immer nur so eine komische... auf die Boden-Smash-Attack. Nee, ich glaube, die habt ihr noch nicht gesehen. Der greift das so einmal an. Aber eigentlich kann man den sehr gut vernichten. Und ich merke gerade, diese Handschuhe... 1, 2, 3... Okay, können auch nur dreimal angreifen. Ich dachte gerade, die greifen vielleicht viermal an. Ja. Das war der erste Boss. Der zweite Boss ist sehr viel schlimmer, keine Sorge. Und ich habe mit irgendeinem Wissenschaftler geredet. Oder besser gesagt, mit seiner... mit seiner Notiz. Und irgendein Wissenschaftler hat gesagt, oh, hier gibt es ganz viele Dungeons, die sich immer wieder verändern. Und... Abenteurer gehen in diese Dungeons, aber nie sind zwei Abenteurer in einem Dungeon drin. Das heißt, die Dungeons sind immer anders. Und wo kommen die her? Und gibt es diese Dungeons überhaupt, wenn keiner in ihnen drin ist und so? Also, der hat so eine Theorie aufgestellt, dass die Dungeons immer nur sich kreieren quasi, wenn ein Abenteurer in diesen Dungeon reingeht. Und anscheinend hat der Dungeon ja hier auch ein Eigenleben. Deswegen ist das auch so ein komischer Schleim. Und dann hat er noch ein bisschen erklärt, was passiert, wenn man stirbt und sowas. Also man kriegt hier sehr viel von der Story auf jeden Fall mit, wenn man die Notizen liest. Achso, das war der Anfang. Hä, wieso können wir da nicht weiter nach rechts gehen? Ist hier irgendwas? Ist hier vielleicht ein Pin versteckt? Hallo? Wieso darf ich da nicht nach rechts? Und wo sind meine Fiolen eigentlich? Ich habe doch Fiolen gekauft. Hä? Ach, hier. Ach, muss ich die auch ausrüsten, oder was? Und wohin? Da! Ah, okay.
Nutzgegenstände muss man also auch ausrüsten. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich bin runtergefallen. LOL! What? Hä? Okay, ganz viele neue Sachen hier, Leute. Wir klettern mal wieder raus. Ach, guck mal, da hat das so geglänzt. Deswegen konnte man da runterfallen. Ich glaube nämlich, sonst kann man nirgendwo runterfallen. Das ist ja auch sehr interessant. Okay, also diese Folge ist sehr interessant. Die kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Das ist ein Magier. Der greift dann an, aber ein einzelner Magier ist meistens nicht so gut. Der hat auch ein Schild bei sich. Das heißt, von vorne kann man ihn nicht so geil angreifen, aber man kann einfach hinter ihn jumpen, jumpy-re-jumpin. Und dann stirbt er eigentlich recht schnell. Hatte ich auch schon... Lol, das ist einfach runtergefallen. Da hatte ich auch schon sehr viel assigere Gegner. Haben wir die jetzt schon eigentlich gesehen? Die verfolgen einen und wollen irgendwann auf den Boden knallen. Und dann würden sie einen wehtun, aber sobald sie auf den Boden geknallt sind, kann man die halt vernichten. Die Dinger hier schlagen aber auf den Boden rauf und man kann nur ihren Körper angreifen. Das heißt, wenn sie noch in ihrer Handform sind, dann tun sie einen weh. Nee, dann kann man denen nicht wehtun, so rum. Okay, Aufladeattack. Pow, pow. Diese Aufladeattacke finde ich richtig gut. Vor allem, die braucht anscheinend gar nicht so lange zum Aufladen. Jetzt verliere ich allerdings gerade ein paar viele Leben. Die brauchen scheint gar nicht so lange zum Aufladen wie der Speer. Das ist auch positiv, Leute. Oh, ich glaube, mit dieser Waffe fühle ich mich richtig gut. Ich hoffe, dass es hier jetzt auch speichert und nicht mein PC gleich wieder abkackt. So. Und eigentlich lese ich diese Dinger hier ganz gerne, weil da lernt man ein bisschen mehr kennen. Heute wurde über wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen. Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein, der sich von alleine bewegt? Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Ich habe ihn eine übergezogen. Er ist auf dem Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Einen Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon findet. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder Dungeon sticht durch sein einzigartiges Inneres raus, also als wäre er Teil einer eigenen Kultur. Richtig, also kriegt man hier in diesem Dungeon nur Golem-Krams und in den anderen Dungeons nur anderen Kram. Und dann muss man halt gucken, was man für Gegenstände will, mit was man halt kämpfen will, was man braucht, etc. Und muss dann in den Dungeons ein bisschen grinden. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir recht gut. Vor allem jetzt, wo ich auch sehe, dass es verschiedene Angreifdinger gibt, ist das alles sehr nett. Oh, aber diese... Oh, ich sterbe. Ich muss so ein Estus einsetzen. Oder... Ja, wie wollen wir die nennen? Ich habe schon überlegt, ob ich die Blutflakons nenne. Aber ich glaube, das kommt eher von... Auch von Dark Souls. Blutflakons von Bloodborne kommt das eher. Aua! Mann, die tun mir immer so doll weh. Ihr doofen Dinger. 1, 2, 3. Combo. Combo-Check. So, dich vernichte ich auch noch. Guck, der klaut mir nämlich meine Gegenstände, der Dovi. Der wollte mir hier meine Eisenbarren klauen. Oh, eine goldene Truhe. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ey, da ist ja richtig viel drin. Holy moly, das ist, glaube ich, eine richtig gute Truhe. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer hältst. Oh, ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen sowieso was verkaufen, weil wir hier gar keinen Platz mehr haben. Was ist das? Golemmeißel. Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Dann haben wir zwei Golemmeißel. Klingt auch nicht so schlecht. Gegenstand geht kaputt. Sendet Gegenstand in gezeigter Richtung sofort in den Laden. Guck mal. Dann hätten wir zumindest einen Platz mehr. Okay, Moment. Wir müssen auf jeden Fall was verkaufen. Irgendwas, was so erstmal nicht viel wert ist, was wir aber weggeben können. Kann man die nicht übereinander lagern hier? Ja, drei geht ja wohl. Na gut, würde ich sagen, schicken wir erstmal einen Gegenstand zurück in den Laden. Guck mal, den brauchen wir sogar hier, dieses Viech. Ich glaube für den Bogen, ne? So, sendet Gegenstand in den Laden zurück. Wir machen das jetzt einfach mal mit irgendeinem sehr guten Gegenstand. Zum Beispiel, also die Dinger hier finde ich eigentlich mega gut. Diese halben Schwerter. So, dann nehmen wir dich, packen dich hier oben links hin. Und jetzt wird nämlich instant, genau, der hier weggeschickt. Jetzt haben wir zumindest wieder Platz für zwei Sachen. Der zerstört einen Flucheffekt von einem Gegenstand, der unten rechts steht. Das können wir einfach mal mit... Ich weiß halt nicht, was gut ist, ne? Ich glaube, wir machen das mit dieser Golem-Lakaien-Entwürfe. Ich glaube, die sind vielleicht ganz interessant. So, der geht kaputt. Wenn wir zu viele Hits einstecken. Allerdings können wir hier den Fluch wieder wegmachen, wenn wir den hier oben links hinpacken. Tada, Fluch weg. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Oh, aber jetzt haben wir so geiles Zeug. Eigentlich möchte ich jetzt nach Hause. Nicht, dass ich gleich einen Hit bekomme und dann sofort wieder tot bin. Oh, die kennt ihr auch noch nicht, Leute. Die sind nämlich richtig assig. Okay, das sah jetzt nicht so assig aus. Aber eigentlich kann man die halt nicht treffen, solange, bis sie gegen einen Stein gegenknallen. Also die laden sich so auf wie Sonic und dann verfolgen die einen und tun dann richtig doll weh. Aber wenn sie gegen so einen Stein knallen, dann sind sie kurz benommen und nur dann kann man die angreifen. Sind richtig assige Dinger, muss man sagen. 1, 2, 3.
Achso, und was ich noch rausgefunden habe, glaube ich zumindest, ihr seht ja über der Lebensanzeige von den Gegnern so zwei, also bei denen jetzt zwei weiße Vierecke. Bei denen wir sind das jetzt zum Beispiel drei. Und ich glaube, das ist das Level von dem Gegner. Das heißt, der Level-2-Typ hier, der macht auf jeden Fall weniger Damage und hat auch weniger Leben. Und der Level-3-Dude ist natürlich schon ein bisschen heftiger dann. So, Auflade-Tag und Attacke! Durch euch durch und ausweichen! Auflade-Tag und Attacke! Beide instant getötet, wow! Und ich glaube, ich setze jetzt auch einmal diese Fiole ein, sicher ist sicher. Wäre es natürlich ein bisschen sehr schade, wenn wir gleich diesen Brunnen bekommen. Scheiße. Der uns heilt. Fuck. Okay, da hätte ich kurz warten können. Aber was sagst du, Schönes? Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Räume befindet, verschwindet er. An seiner Stelle finden wir dann einen identischen Raum, der völlig leergeräumt wurde. Verstehe ich nicht, aber okay. Oh, vielleicht besiegen wir sogar mal den zweiten Boss. Das habe ich nämlich in der letzten Folge nicht hinbekommen, die niemals veröffentlicht wird. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Guck mal, hier haben wir schon wieder diese Wasserdinger. Also so... So selten sind die jetzt auch nicht. Mag die nicht. Es gibt aber auch Gegner. Guck mal, diese Golems hier, die muss ich zum Beispiel nicht vernichten. Ich könnte jetzt einfach in den nächsten Raum gehen. Das habe ich aber auch noch nicht so ganz raus, wann das so ist. Hier ist der zweite Boss. Korrumpierter... Ja, der ist richtig assig. Der, genau, der verschwindet nämlich so. Oh, da muss man richtig... Nein, der tötet mich. Ich muss ganz schnell hier weg. Scheiße. Ich hab aus Versehen Y gedrückt statt B. Jetzt ist alles weg, was wir im Rucksack hatten. Ich habe den Typ noch nie besiegt, der ist so assig. Nein, ich hatte so gutes Zeug dabei, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Nein, wieso war da schon der Boss? Und ich habe mich wieder so dumm angestellt. Ja, jetzt habt ihr den aber auch mal gesehen. Das ist so ein Ninja quasi. Der kann auch so eine Kraftattacke auf den Boden machen. Und dann, der kann sich aber auch wegteleporten und kommt dann so richtig random irgendwo hin und schlägt richtig schnell zu. Da muss man richtig gut ausweichen können. Kacke, Leute. Das war jetzt natürlich richtig doof. Naja, vielleicht können wir uns neue Handschuhe basteln. Das wäre richtig toll. Ja, könnt, nee. Ach so. Wir brauchen Geld dafür. Aber an sich können wir es. Wir haben jetzt auf jeden Fall so ein Amulett. Gut, wird der Laden wieder eröffnet. Das schneide ich natürlich immer alles, weil das dauert sonst viel zu lange. Hirashimase! Die besten Preise im ganzen Land. Kauft alle bei mir. Okay, ist alles wieder viel zu günstig. Ma, ich verkaufe immer alles zu günstig hier. Ja, für meine Kundschaft alles. Denn nur glückliche Kunden sind Dizzys Kunden. Oh, du bist nicht glücklich? Eigentlich wäre es auch schlauer, erstmal eine Sache von irgendwas reinzutun, um zu gucken, ob die das zu teuer finden oder nicht. Und sobald man dann weiß, ja, zu teuer oder nicht, okay, viel zu günstig, scheiße, ich hab mir da schon gedacht, dass das zu günstig ist. Aber ich, oder 30 pro Ding, das ist doch schon voll viel. Fuck. So, deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal. Wir packen nur einen davon rein und gucken, ob 200 zu teuer ist. Was, sogar 200 ist zu günstig? Und so muss man sich dann immer weiter rantasten an den optimalen Verkaufspreis. Okay, 240 finden die okay. Ja, danke, danke für Ihren Einkauf. Will noch jemand den Besen haben? Ein schöner Besen, Trainingsbesen. Für jeden, der schon mal putzen wollte. Heute zum Sonderpreis von 100 Gold nur. Eine sehr gute Wahl, Madame. Aber anscheinend sind diese Eisendinger richtig viel wert. 130 sind immer noch zu wenig. 170? Immer noch? What the fuck, wie viel sind denn diese Dinger wert? 210? Oh, es wird Nacht. Gleich wird der Laden geschlossen. Komm hier. Sonderangebot. Metallische Dinge für 210. Metallische Dinge für 210. Sonderangebot. Oh nein. Tag vorbei. Okay, haben wir aber gut was eingenommen. 4000 Gold einfach. Und da, Mann, jetzt stellt euch vor, ich wäre aus dem Dungeon rausgegangen. Leute. Wie viel Geld ich damit gemacht hätte. Na schön, dann können wir uns aber jetzt hier einmal solche coolen Handschuhe basteln. Plus 50 Schaden. Okay, gut. Dafür braucht man auch diese Eisendinger. Ja, komm. Mach. Das wohl auch schief gehen kann. Und das brauchen wir jetzt für den nächsten. Ah, da braucht man dann immer den, der davor war. Okay, verstehe ich. Okay, in der Nacht in den Dungeon. Ich habe gehört, das ist eine sehr gute Idee. So, wir sind jetzt stärker. Ich bin jetzt mal gespannt. Irgendwann one-hittet man hier halt auch alles. Pow, pow. Guck hier, pow. One-hit. Wow. Hä, hat der auch eine höhere Reichweite? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, wirkt nur so, ne? Zack. Und weggebätzt. Euch bätzt sich auch alle weg. Achso, und man ist langsam auf diesen Blut. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht erzählt gehabt. So, wir waschen die jetzt einfach mal ein bisschen durch bis zum Boss, weil die erste Ebene ist echt langweilig, muss ich sagen. Wenn man... Aua! Ja, genau, langweilig. Wenn man die ein paar Mal gemacht hat. Und man kann sich schneller aus diesen roten Dingern befreien, wenn man sich so ganz schnell hin und her bewegt. Also nicht Angriff-Spam oder sowas, sondern man muss sich hin und her bewegen mit dem Stick und dann ist alles cool.
So, ja, nehmen wir alles mit. Die komische Viechchen da töten wir auch. Die Skelette bringen nämlich immer richtig gute Sachen. Okay, anscheinend ist hier schon der Boss. Erster Boss halt wirklich ultra einfach. Und wir, oh Alter, wir müssen nur zwei Kombos machen, dann ist er glaube ich schon tot. Ja, okay, wir sind ein bisschen stark für den ersten Boss. Läuft. Come on, ich will jetzt zumindest mal den zweiten Boss besiegen. Der zweite Boss ist eigentlich auch nicht schwer, nur, dass man da so schnell reagieren muss. Das ist richtig assig. Gut, Herrchen. Okay, hier sind auch wieder assige Gegner, aber geht eigentlich. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig viel stärker geworden, das merkt man ja richtig. Boah. Okay, also diese 50. Au, 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 au. Das tut doch weh. Aua, die tun trotzdem voll weh. Aber diese plus 30 Schaden oder plus 50, ich weiß es gerade gar nicht, die merkt man richtig. Ist ja heftig. Aber klar, wir machen, glaube ich, jetzt den doppelten Schaden oder so als vorher. Ja, ja, schlag du mal, ich schlag dich dann auch kaputt. Das war ein sehr netter Faustkampf. Lass uns das mal wiederholen. Hi. So, am Anfang kann man den noch ein paar Mal angreifen, wenn er sich vorstellt. Puh. So. 1, 2, 3 und keine Schlägerei. Na doch, Schlägerei. Ich schlag dich kaputt. Solange... Okay, 1, 2, 3. Jetzt. Nein. Okay, war zu früh. Oh, als ob er zweimal angreift, der Dovi. 1, 2, 3. Ausgewichen. Okay, jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab zum ersten Mal den zweiten Boss besiegt. OMG, wie gut bin ich denn? Okay, jetzt möchte ich hier aber auf jeden Fall raus, oder? Alter, okay, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwas kurz verkaufen. Dann können wir hier zumindest erstmal alles einsammeln. Und da können, glaube ich, keine Flüche drauf sein, wenn man die einfach nur so einsammelt. Naja. Okay, wir gucken uns die dritte Ebene an. Ich war noch nie in der dritten Ebene. Ich hätte nochmal zurückgehen sollen und mich heilen sollen. Egal. Ich bin so aufgeregt. Kriegen wir auch wieder... Wir kriegen einen neuen Gegenstand, Leute. Okay, da bin ich sehr gespannt. Genau so ein Ding war nämlich auch in der zweiten Ebene und da habe ich dann diesen Spiegel bekommen. Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unsere Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus den Dungeons zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Danke. Das heißt, wir können in der dritten Ebene wieder hier reinkommen. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich, unglaublich nützlich. Nennen wir diesen Gegenstand doch fürs Erste Katalysator. Ein kleiner Tipp, er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Was? Ach so, das kostet mehr Geld, damit rauszukommen, aber dafür starten wir sofort in der dritten Ebene. 2000 Gold kostet das! Das ist viel zu teuer! Okay, wenig Geld... Funktioniert dann nicht. Viel Geld aktivierte ein Portal zwischen Shop und Ebene hier. So, so. Und den kann man wahrscheinlich auch unendlich oft einsetzen, aber ist halt mega teuer. Ich komme nicht mal raus, weil das 400 Gold kostet. Ich glaube, ich komme aus dem Dungeon raus, wenn ich halt alle 4 Ebenen schaffe. Aber da ich mit dem nächsten Hit tot bin, verkaufe ich jetzt irgendwas, was mir hoffentlich 7 Gold einbringt. Plus 1 nur, willst du mich... Ich habe dir 3 Ranken gegeben. Komm, ein so ein Goldmeißel. Plus 144? Scheiße, okay, die sind richtig viel wert. Diese Goldmeißel sind übelst viel wert. Shit. Okay, also über 144 im Shop auf jeden Fall. Wir gehen raus. Ja, wir gehen raus. Das kostet jetzt 400 Gold, aber ist okay. Hauptsache, wir verlieren nicht wieder alles. Also in diesem Spiel ist das noch krasser als in anderen Spielen, dass man nicht zu gierig sein sollte. Stellt euch mal vor, ihr würdet bei Dark Souls, wenn ihr sterbt, auch euer ganzen Loot einfach verlieren. Wie doof wäre das denn? Oh, da ist ein Teil geschlüpft. 2 Teile. Und das eine Ei ist auch schon am rumduddeln. Cool, kann man mit denen jetzt schon irgendwas machen? Ein fliegender Golem, der Materialien sammelt und andere Golems damit repariert. Ja, wir können die mitnehmen. Aber immer nur einen. Und was macht der? Ein winziger Schleim aus dem Golem-Dungeon, welcher der Waffe seines Meisters einen Betäubungseffekt verleiht. Okay, also so kann man dann noch einen Begleiter mitnehmen, der dann auch noch unterstützt. Ich glaube, ich nehme erstmal diesen Betäubungseffekt mit. Los, komm mit, mein kleiner Schleim. Ja, du bist der allerbeste kleine Schleim, den ich jemals hatte. Ach, wie süß. Und ich glaube, die kann man auf jeden Fall auch noch verbessern, weil es gibt ja auch so große Schleime. Bei Emil oder so gab es sowas. Die hatte so einen Schleim. Probieren wir den einfach mal für 300. Und der Laden ist eröffnet. Ihre Scheiße, herzlich willkommen im Laden. Immer noch so günstig. 300 ist zu günstig. Und der Spiegel hat uns nur 144 oder so gegeben. Da seht ihr, wie wenig der Spiegel einen eigentlich nur gibt. Ach, das war doch wieder ein erfolgreicher Tag. Laden wird geschlossen, Leute. Es tut mir leid. Aber wir haben nichts mehr. Oh, wieder 4000 Gold mit unserem Dungeon-Besuch verdient. Das finde ich gar nicht so schlecht. So. Hi. Ich hätte gerne Stuff. 64.000 kostet der nächste. Ja, moin. Ja, moin. Das ist ja gar nicht viel. Aber wir holen uns so einen Bogen. So, wo kommt der Bogen rein? Statt dem Speer wahrscheinlich, ne? Ich glaube, man kann immer 2 Waffen, egal wie, ausrüsten. Also man kann auch
Warte, lass das einfach mal ausprobieren. Den Speer statt... Ja, genau. Man kann einfach zwei Waffen immer auswählen und so kann man sich dann auch ein bisschen nach seinem Spielstil anpassen. So, den möchte ich jetzt aber schon mal ausprobieren. Wie geht denn der Bogen? Hä? Braucht man dafür Pfeil und Bogen? Nee. Jetzt habe ich den Bogen! Ja, und wie schießt der? Ah, okay, man muss richtig lange aufladen, damit der schießt. Und der geht auch nicht über den ganzen Bildschirm... Ah, doch. Anscheinend doch. Achtung, wenn da hinten jemand steht, dann tut's mir sehr leid. Ah ja, nice. Okay, Bogen finde ich wirklich gut. Wir hatten auch noch ein bisschen Schleim. Heißt, wir werden hier 10 dieser Fiolen. Ja, mach du 118 pro Fiole. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann geht's uns, glaube ich, im nächsten Dungeon ganz gut. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Bevor mein Rechner gleich wieder abstürzt nach 50 Minuten. Die ging jetzt 40 Minuten. Okay, aber wir haben viele neue Sachen entdeckt. Wir sind weitergekommen als vorher. Wir haben hier neue Eier und so. Und jetzt haben wir auch einen kleinen Begleiter dabei. Wenn ihr einen Namen für diesen roten Schleimi-Bleimi habt, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann hättet ihr auch einen Namen. Wäre doch ganz schön. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ah, ich hätte diese Verkaufsbox lieber mal kaufen sollen. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.